Bei der Kleinunternehmerregelung gibt es immer wieder Dinge, die unklar sind. Kommt häufig zu Verwirrung und so weiter. Und in diesem Video erzähle ich dir mal 5 Dinge, die du über die Kleinunternehmerregelung mit Sicherheit noch nicht wusstest. Hi, mein Name ist Melchior von der Kontist Steuerberatung und ich rede regelmäßig mit unseren Kunden und merke, dass gerade bei dem Thema Kleinunternehmerregelung noch viele Dinge nicht ganz klar sind und dass es immer wieder Unsicherheiten oder Unkenntnis über bestimmte Fakten gibt. Und ich dachte mir, ich nehme dazu einfach mal ein Video auf und erkläre auch dir, was du eigentlich über die Kleinunternehmerregelung wissen solltest, was viele Leute nicht wissen. Fakt Nummer 1, du musst die Kleinunternehmerregelung nicht in Anspruch nehmen. Ich höre das immer wieder bei Leuten, die neu gründen, vielleicht auch nebenberuflich gründen und erstmal niedrige Umsätze haben. Ah, ich bin ja noch Kleinunternehmer, weil ich so niedrige Umsätze habe. Aber diese Begründung an sich ist überhaupt nicht richtig. Du kannst auch ab dem ersten Tag ganz normal zur Regelbesteuerung optieren und dich für die ganze umsatzsteuerrechtliche Abwicklung entscheiden, wenn du es möchtest. Vollkommen unabhängig davon, ob du Verluste machst, ob du keine Umsätze machst oder ob du halt niedrige Umsätze machst, kannst du jederzeit dich dafür entscheiden, Umsatzsteuer auf deine Rechnung auszuweisen und Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben. Deswegen, es ergibt in einigen Bereichen auch durchaus Sinn, das so zu machen. Ich habe dazu ein separates Video aufgenommen, das findest du hier. Wenn das für dich günstiger ist, kannst du auch ab dem ersten Tag ganz normal umsatzsteuerlich quasi Großunternehmer sein und musst gar nicht erst die Kleinunternehmerregelung zwischendrin in Anspruch nehmen. Fakt Nummer 2, die Umsatzsteuererklärung. Du musst auch als Kleinunternehmer trotzdem eine Umsatzsteuererklärung abgeben, auch wenn du keine Umsatzsteuer zahlen musst. Bei vielen Kunden bekomme ich mit, dass sie sagen, na, ich bin jetzt ja Kleinunternehmer, ich weise keine Umsatzsteuer aus, ich muss keine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Und daraus schließen sie, dass sie mit dem ganzen Thema Umsatzsteuer einfach gar nichts zu tun haben und sind dann immer sehr überrascht, wenn ich ihnen erzähle, dass wir trotzdem für sie eine Umsatzsteuererklärung machen müssen. Der Grund, warum das so ist, ist eigentlich relativ logisch. Weil die Kleinunternehmerregelung, die baut auf ja auf bestimmten Umsatzgrenzen, die eingehalten werden müssen. Und woher soll das Finanzamt denn wissen, wie viel Umsatz du gemacht hast und ob du überhaupt noch Kleinunternehmer bist oder halt vielleicht nicht mehr, wenn du ihnen das nie mitteilst? Und diese Mitteilung, die erfolgt im Rahmen der Umsatzsteuererklärung. Deswegen, du musst als Kleinunternehmer auch eine Umsatzsteuererklärung machen. Die ist zugegebenermaßen relativ einfach. Und zwar musst du halt einmal die Stammdaten eingeben, du musst halt einmal den Umsatz eingeben und dann gibt es ein Feld, das füllst du bitte aus oder beziehungsweise klickst du an und machst einen Haken rein, dass du in diesem betreffenden Jahr Kleinunternehmer warst. Dann wirst du auch keine Umsatzsteuer zahlen müssen, aber du hast dem Finanzamt wenigstens einmal mitgeteilt, wo dein Umsatz gerade liegt. Deswegen bitte denke daran, diese Erklärung abzugeben. Ansonsten kann es zu negativen Konsequenzen für dich kommen. Fakt Nummer 3. Die Kleinunternehmerregelung ist nicht immer besser. Auch das höre ich regelmäßig und lese auch überall immer wieder, dass doch ja, die Kleinunternehmerregelung einfacher ist und für den Gründer sollte das machen, weil es ist besser für ihn. Das kann ich so nicht bestätigen, weil es ist richtig, dass ein Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer ausweisen muss auf seine Rechnung, keine Umsatzsteuervoranmeldung machen muss und dann auch keine Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen muss. Soweit so richtig. Dass dieses Recht und dieses Privileg erkauft er sich aber mit dem Preis, dass er auf der anderen Seite keinen Vorsteuerabzug hat. Das heißt, die ganzen Rechnungen, die er bekommt von seinen Dienstleistern, von seinen Lieferanten und so weiter, auf diesen Rechnungen ist ja auch Umsatzsteuer. Und diese Umsatzsteuer, die kann er geltend machen und dieses Geld kann er vom Finanzamt zurückbekommen. Um euch mal ein Beispiel zu nennen, so ein Laptop kostet zum Beispiel 1190 Euro brutto, sprich 1000 Euro plus 190 Euro Umsatzsteuer. Ein Kleinunternehmer muss die gesamten 1190 Euro in seiner Buchhaltung als Kosten ansetzen. Der Unternehmer, der quasi nach umsatzsteuerlich die ganze Abwicklung optiert hat und einfach ganz normal der Regelbesteuerung unterliegt, der kann sich diese 190 Euro Umsatzsteuer von dem Finanzamt wiederholen und zahlt unterm Strich nur 1000 Euro für diesen Laptop. Das heißt, für den normalen Unternehmer ist dieser Laptop günstiger. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf den Laptop, sondern auf alles andere auch. Und deswegen solltest du dir überlegen, wenn du jetzt gerade neu quasi gründest und selbstständig bist, was ist am Ende günstiger für dich? Wenn du am Anfang hohe Investitionen hast, viele Dinge einkaufen musst, dann ist die Kleinunternehmerregelung für dich häufig nachteilig, weil du diese Vorsteuer nicht geltend machen kannst. Und das solltest du dir genau einmal durchrechnen, ob sich das lohnt oder ob die Kleinunternehmerregelung für dich nicht sogar nachteilig ist. Und was wir festhalten können, ist die Aussage, dass die Kleinunternehmerregelung grundsätzlich für Gründer die bessere Wahl ist, die ist so pauschal falsch. Fakt Nummer 4. Du musst unterjährig
deine Rechnungen korrigieren oder du musst plötzlich Umsatzsteuer ausweisen, nachdem du die 50.000 Euro Umsatzmarke erreicht hast. Diesen Fakt höre ich häufig, der ist so aber falsch. Das heißt, das stimmt so nicht. Und zwar, was richtig ist, ist, dass die Kleinunternehmerregelung zwei Umsatzgrenzen hat. Und zwar einmal 22.000 Euro Umsatz im Vorjahr, höher darfst du nicht kommen, und voraussichtlich unter 50.000 Euro in diesem Jahr. Und dieses Wort voraussichtlich ist extrem wichtig. Denn es geht darum, was hast du am Anfang des Jahres, also theoretisch am 1. Januar eines jeden Jahres, erwartet, was du an Umsatz in diesem Jahr machst. Um diese Schätzung geht es. Und wenn du am 1. Januar davon ausgehst, unter 50.000 Euro Umsatz zu machen, dann bist du für das ganze Jahr Kleinunternehmer. Du musst unterjährig überhaupt gar nichts hin und her wechseln. Auch nicht, wenn dein tatsächlicher Umsatz 500.000 Euro sein sollte. Also Faktor 10 höher, bist du trotzdem das gesamte Jahr Kleinunternehmer und schreibst trotzdem das gesamte Jahr deine Rechnungen ohne Umsatzsteuer. Klar, im nächsten Jahr bist du dann halt kein Kleinunternehmer mehr, weil im nächsten Jahr, am 1. Januar, also theoretisches Gedankenspiel, am 1. Januar setzt du dich ja auch dann hin, schaust an, was habe ich an Umsatz im Vorjahr gemacht? Bin ich da unter 22.000 Euro gewesen? Nein, 500.000 sind deutlich drüber. Dann bist du im nächsten Jahr kein Kleinunternehmer mehr. Aber zusammengefasst können wir sagen, dieses Wechseln unterjährig raus aus der Kleinunternehmerregelung und plötzlich anfangen, Umsatzsteuer auszuweisen oder Rechnungen korrigieren zu müssen, weil du irgendwelche Grenzen überschritten hast, diese Aussage stimmt so nicht. Fakt Nummer 5 hat mit dem Reverse Charge Verfahren zu tun oder § 13b im Umsatzsteuergesetz. Der besagt, dass Leistungen aus dem EU-Ausland, also von Unternehmen aus dem EU-Ausland, sonstige Leistungen, musst du in Deutschland versteuern. Das Ganze ist bekannt als Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Das heißt, du als Leistungsempfänger musst in Deutschland die Leistung, die andere für dich ausgeführt haben, in Deutschland versteuern. Das Ganze wird ein bisschen klarer, wenn anhand eines Beispiels. Zum Beispiel möchtest du Werbung schalten auf Instagram. Gehst auf Instagram, richtest die Werbung ein, soweit so gut. Dein Geschäftspartner ist Facebook. Facebook hat den europäischen Sitz in Irland. Das heißt, du hast jetzt eine Geschäftsbeziehung mit einem irischen Unternehmen und dieses irische Unternehmen erbringt für dich eine Leistung, und zwar, dass sie deine Werbung ausspielt. Dafür zahlst du einen Betrag, beispielsweise 1.000 Euro an Facebook in Irland. Was viele gar nicht wissen, ist, dass sie für diese 1.000 Euro Werbekosten in Deutschland 19% Umsatzsteuer abführen müssen. Selbstständige und Unternehmer, die ganz normal der Regelbesteuerung unterliegen, denen fällt das auch gar nicht auf, weil sie zwar 190 Euro an Umsatzsteuer abführen müssen, aber zur gleichen Sekunde quasi diese 190 Euro geltend machen können als Vorsteuer. Das heißt, es ist einfach plus minus und es hat sich sofort quasi aufgelöst und du musst am Ende muss nichts gezahlt werden. Jetzt kommt aber das große Problem für Kleinunternehmer. Kleinunternehmer haben diesen Vorsteuerabzug nicht. Das heißt, wenn Kleinunternehmer auf Instagram werben, müssen sie diese 19% Umsatzsteuer abführen. Das müssen sie, das muss jeder Unternehmer in Deutschland. Was sie aber nicht haben, den Vorsteuerabzug, dass sie sofort Geld machen können. Das heißt, du als Kleinunternehmer musst für jede Zahlung ans EU-Ausland, für eine sonstige Leistung an dein Unternehmen, musst du in Deutschland noch einmal Steuern zahlen, weil du als Leistungsempfänger dafür steuerpflichtig bist. Das wissen tatsächlich sehr, sehr wenige. Ich möchte dir aber ans Herz legen, dass du das in Zukunft bitte nicht vergisst und in Deutschland diese Versteuerung vornimmst. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und hat deine Frage beantwortet. Wenn du aber noch eine offene Frage hast, dann findest du unter diesem Video einen Kommentarbereich und da kannst du uns diese Frage stellen. Oder zweite Möglichkeit, lass uns miteinander sprechen. Wir, die Kontist Steuerberatung, sind spezialisierter Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und helfen dir gerne weiter. Unter diesem Video findest du einen Link, da kannst du dir gern kostenlosen Informationsgespräch sichern. Ansonsten zum Abschluss habe ich noch drei Steuertipps für dich. Erster Steuertipp, du solltest diesen Kanal abonnieren. Zweiter Steuertipp, schau dir dieses Video an. Dritter Steuertipp, das auch. Fakt Nummer 5 hat dem...